Hey ho, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Wesen. Und wir sind hier letztes Mal im Banditenlager stehen geblieben, weil ich, genau, Schwert 4 lernen wollte. Das war Craig, ne? Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt einer von uns und schon auf gutem Wege zum Kämpfer zu werden. Nicht schlecht. Das ging ja ziemlich Stimmt, wir schnell. sind ja erst Weiter Jäger und da so. müssen wir Kämpfer werden. Aber wir wollen Kampf beigebracht bekommen. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Genau. Schwert 4, 10, genau. Konterparat. Unterrichte Aber die mich im benutzen wir eh nie Schwertkampf. ein, ne? Wie du die Angriffe deines Gegners unterbrechen kannst, weißt du ja schon. Aber ich verrate dir mal einen Trick. Wenn du sehr nah an deinem Gegner bist, kannst du ihm meistens noch einen mitgeben. Vor allem lohnt es sich, diese Schläge in deinen Kombinationen einzusetzen. Das war's? BTR von was lernen wir da? Da kann man mehr kombinieren. Okay. Gut, die Konterparaden setze ich sowieso bis jetzt so gut wie nie ein. Das ist wahrscheinlich sehr schlecht. Und dafür könnte man mich auch Für flamen, mich ist aber er ein ist Schwächling. mir YOLO. Der erzählt doch viel, wenn der Tag lang ist. Das war das für ein Zwischen? Verbunden ist Der nicht. Ist Inquisitor der macht hier. doch, was er Was ist will. das hier, Kämpfer? Ist hier eigentlich der Bengel noch von Paddy da? Ist das doch der war der hier, ne? So, Balturo. Du bist einer von Kapitän Romanows Männern. Ich bin beeindruckt. Du bist ein schlaues Köpfchen. Siehst du? Und darum sollst du seinen Job erledigen. Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Ah, ich glaube, wir sind mehr auf Pattys Seite. Da hast du dich geschnitten, Menge. So, komm, wir können also, ja, vielleicht hat er doch was zu erzählen. Warten wir mal kurz hier. Komm mal, nicht setzen, Lass Junge. dich, wir sprechen uns noch. Alles klar, gut. Muss er wissen. So, warte mal, reden wir kurz mit Fincher. Wo ist denn Fincher hier wegen der Ruine? Lol. Ist Fincher. Hab ich was verpasst oder ist der nicht da oder war ich. Ist der weggegangen? Was ist denn der? Ach, da hockt der. Oder? Ja. Okay, der hat nichts für uns. So, gut. Okay, ich habe ja versprochen, wir suchen jetzt nochmal die Vulkanfestung. Und Vulkanfestung müsste 0 sein. Wow, was für ein Licht, ey. Hey, mein das alte Haus. Sieht's gut? Ich habe bis jetzt noch keine Scheibe gekriegt. Aber das ist ja auch wurscht, piep, egal. So. Dann hat er mir auch was mit dem Buch gesagt. Ich habe ein Buch gefunden. Hier gucken wir nochmal. Das müsste das hier sein. Weisheit im Kampf. Da müsste ich über die Quest mit Meister kriegen. Ich rede mal. Meister, die erkennen wir ja. Das hier ist Kommandant, aber das hier ist ein Meister. Und kurz. Nee. Der hat uns nichts zu erzählen. Da ist die heilige Flamme. So. Oh, hier durch. Nee, hier waren die. Nee, doch, doch, hier geht's noch. Ganz schön düster, war. So. Können wir mit dem da reden? So, mal ran hier. Nun? Nein. So, und der hat einen Questgegenstand. Ist was? Was ist jetzt Hier nicht? redet keiner mit mir. Den kann ich nur bestehlen. Du, das ist gerade ganz schlecht. Okay, gut. Anscheinend Jetzt nicht. keiner mit mir reden. Mach was anderes. Gut. Wie gesagt, hatte ich mir beinahe gedacht, dass du da der Inquisition angehören musst, leider. Oder ich mache ja das falsch, kann natürlich auch sein. Die sind unberechenbar. Was denn? Hier sind alles nur Rekruten, wa? Die Klinge muss Rekrut, scharf sein. Rekrut, Das ist ganz Rekrut. wichtig. Geh lieber trainieren. Boah, ey, der Junge, ich Das mach traut dich in sich tausend keiner Stücke mehr. fertig. Hallo. Später vielleicht. Du, das ist gerade ganz schlecht. Die Götter haben uns verlassen. Und wenn ich da runterfalle, bin ich tot. So, gut, okay. Immer Dann wieder haben das wir einen kleinen gleiche mit Abstecher der in der Herr. Vulkanfestung gemacht. Das war Da doch ist ganz er wieder. erotisch. So, dann werden wir jetzt weiter auf die Jagd nach den Kristallscheiben gehen. So. M. Wir sind ja eigentlich schon ganz richtig. Denn
was ich letztes Mal vergessen hatte, Kristallscheibe hier, bei den Goblins, würde ich mal sagen, dass wir jetzt dahin gehen und der Druide müsste irgendwo hier in dem Bereich sein. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen hier hin. Aber es ist halt die Frage, ob wir außen rum. Ich würde eher sagen, aber hier kommen wir ja nicht durch. Weil ich rede zu viel beim Nachdenken. Gut, machen wir das so. So. Wir gehen von da unten, weil letztes Mal, wo wir von oben nach Osten gehen wollten, war das keine gute Idee, weil das hat nicht geklappt. Ach, hier landen wir. Toll, ist ja auch am Ende der Stadt. So, und ich denke mal, wir gehen über den Strand, da ich sowieso wegen Patty nochmal gucken wollte. Ja, wir haben gerade ein bisschen Zeit, weil wir laufen. Nochmal dran erinnern. Wenn euch das Let's Play gefällt, würde ich gerne wissen, warum. Schreibt es gerne in den Kommentaren. Wenn ich was verbessern kann, auch bitte in den Kommentaren schreiben. Man ist nicht perfekt, man kann immer alles verbessern. Bin ich meiner Meinung nach. Also, ich würde mich wirklich gerne mehr über mehr Kommentare freuen, wenn ihr das schaut. Der Marcel Wurzer und der Täuschmaster sind ja schon dabei, das freut mich echt gut. Ich bin auf Meinung echt gespannt. So, wo haust denn? Sie hat gesagt, sie versteckt sich hier. Geiler Versteck. Mit ein Lagerfeuer. Die ist so schlau, die Alte, so. Genau, so. So, Patty, es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. Was genau hat das mit dem Brief deines Vaters auf sich? Ich wusste, es geht noch weiter. Nun ja, es ist so. Mein Vater ist vor einiger Zeit hier auf dieser Insel gewesen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Gewesen? Er ist also gar nicht auf der Insel? Nein, ich denke nicht. Aber er hat etwas hier hinterlassen. Etwas so Wertvolles, dass uns jeder Halunke in der Hafenstadt auf Anhieb dafür umbringen würde. Und was soll das sein? Das erzähle ich dir, wenn wir den nächsten Hinweis gefunden haben. Schatzsucher! Whee. Also gut, was hast du jetzt vor? Mein Vater hat ein weiteres Versteck, etwas weiter im Inland der Insel. Seinem Hinweis zufolge befindet es sich in einem Grab. Ich will dieses Grab finden. Ich werde dich auf deiner Suche begleiten. Gut, wie du willst. Ich glaube, ich weiß, wo sich das Grab befindet. Geil. Also werde ich vorgehen. Sag mir, wenn du bereit bist. Hui, jetzt gehen wir zusammen, komm. Kannst du mir was beibringen? Vielleicht was, was uns bei der Suche weiterhilft. Ich habe ein paar nützliche Talente gelernt. Oh. Wenn du willst, bringe ich sie dir bei. Ohohoho. Was kannst du mir beibringen? Schlösser knacken und Akrobatik. Akrobatik weiß ich, dass ich das lerne, indem ich von höher... Das war bei Gothic spielt, ich weiß nicht, ob es bei Risen auch so, ich denke mir das. Wenn du von der hohen Stelle unterspringst und überlebst, dann hast du Akrobatik. Und Schlösser knacken 3. Das wäre auch nochmal eine Sache, die wir lernen könnten. Dann müssen wir mal gucken, wenn wir mal ein bisschen was über haben. Aber wir alles klar. Laufen erstmal mit Patty los. Ich werde dir folgen. Gut, aber wehe, wenn ich auf dich warten muss, klar? Wehe, ich muss auf dich warten, Heule Maid. Ich folge deinen süßen Apfel. Der war schlecht. So. Ist es das Grab, was ich nicht öffnen konnte? Dann, das war da hinten irgendwo, ne? Das war schon mal nicht. So, hier ist so ein Seegeier. Aufgepasst! Attacke! Alles, alles? Ja! Lol, der ist aber weggeplatzt, ey. So ist der nächste. Aufgepasst! Aufgepasst! Oh, lol. Ja, so ist es richtig. Feuer mich an. Sporn mich an. Das ist ein schwarzer Wolf, wa? Mhm. So. Das sind die nächsten Tiere, die wir aus dem Weg räumen müssen. Da ist ein... So. Oh, das wird lustig. Ist das ein normaler oder ein normaler? Der kann nichts. Ja. Ja. Das war leicht. Mann, warum kann ich eigentlich nicht immer mit Partner rumlaufen? Ist so easy gerade. Wo rennt die denn mit mir hin? Bin ich jetzt echt mal gespannt. Aber sie scheint einen Plan zu haben, deswegen... mal kurz orientieren. Ach, da ist auch eine Schatztruhe.
Okay, wir gehen zum Bauernhof. Lol. Pass auf. Hey. Ja. Gut so. Greif hier nicht meine Patty an, so hast du genug Leben mehr. So, mal kurz Screenshot gemacht. Und jetzt müssen wir uns durch die Viecher bestimmt durchkämpfen hier. Pass auf! Pass auf! Ja. Schön von hinten. Ja. Oh! Ja. Oh! Ich glaube, wir uns jetzt nicht mehr. Das war's mit dem Vieh. Richtig. Oh Gott, da greift sie uns nicht an, ey. Die haben wir, die hat aber schön kassiert von uns, glaube ich. Das war nicht mit Absicht, ey. Eieieiei. Hätte auch ins Auge gehen können. Ey, renn doch nicht so. Hallo. Wir sind ein bisschen schwerfällig mit diesem geilen Schild auf dem Rücken. Oha, Staub. Nix. Wo will die denn hin? Da, wo die Skelette sind, vielleicht? Das war ja Porno. Das sieht alles danach aus, oder? Da, wo die Skelette waren. Aber da habe ich ja schon alles freigeräumt. Easy. Es sei denn, da sind neue Gegner hingekommen. Das kann natürlich sein. Aber erstmal müssen wir hier anscheinend diesen Wolf aus dem Weg räumen. Pass auf. Mädel, die schlafen doch. Lass doch den armen Wolf schlafen, ey. Dann darf ich den wahrscheinlich aus dem Weg räumen. Ja, komm. Oh, das wird lustig. Ja, oh. So ist es richtig. Da dreht er sich um eine Pirouette. So. Bin ich ja mal gespannt. Doch, das ist es. Das ist es, oder? Komm, dreh um. Jawohl, ich wusste es. Aber hier ist, dürfte eigentlich nichts mehr sein, ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist es die Kiste da? Ohne den richtigen Schlüssel, ja, wird das nichts. Das ist dies. So, hier muss es sein. Den Schlüssel. 300 davon, geil. Und was machen wir jetzt? In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier, ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Geil. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung. Ich mach das schon. Wir wissen das schon, Lady. Aber verlier den Schlüssel nicht, klar? Ey, die denkt auch, wir sind der größte Tollpatsch, ey. Wenn wir mal sehen. So, komm. Alte Schatulle. Geilo. Das freut mich so sehr. Hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. In der Schatulle ist etwas. Nein. Ach ja, ich verstehe. Das ist er. Der nächste Hinweis. Das ist ja großartig. Du komm, mit der Sprache. Mach was hinne, steht da drin, Mädel? Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Oh, komm, Mädel. Du könntest genauso gut mit diesem üblen Piraten Kapitän Romanov unter einer Decke stecken. Nee, kann man uns vertrauen, wir sind ja auf ihrer Seite, oder? Also gut. Wir sind immer auf der freien Seite. Halt die Klappe und hör mir zu. Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja, ein Pirat, der sein Gold vergräbt, wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, die genau das Gleiche vermuten. Romanov. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So, jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Alles klar, Mädchen. Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was soll das sein? Artefakte? Ja, richtig. Sie stammen aus den Ruinen, die aus dem Boden geschossen kamen. Noch nie davon gehört. Warum willst du das wissen? Dein Vater ist doch eine Zeit lang auf dieser Insel ziemlich weit rumgekommen. Meinst du, er könnte solche Kristallscheiben gefunden und zusammen mit seinem Schatz vergraben haben? Boah, wenn das da... Gut möglich. Er sammelt alles, was aus Gold ist. Verstehe. Auf jeden Fall müssen wir da weiter rangehen. So.
So. Was denkst du, hat Romanov vor? Eins kannst du mir glauben. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wird er trotzdem ab jetzt immer einen Schritt hinter uns sein. Er weiß von dem Schatz. Und er weiß auch, dass ich ihn suche. Wenn wir nicht aufpassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Probleme mit Romanov und seinen Jungs bekommen. Knechten. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kann ja leider nicht in seinen Kopf schauen. Oh, warum nicht? So. Okay, wie kann ich dir helfen? Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von 5 weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na, großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters aber genau befindet. Aber es sind 5, oder? Aber wo finde okay, ich die? Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Hier. Ich zeig dir auf der Karte die Stellen, wo sich die Gräber befinden. Super, danke. Ich bleibe so lange hier und versuche herauszufinden, wo der Schatz meines Vaters ist. Sei aber vorsichtig. Vergiss nicht, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Ich mach das schon. Ja, das wird richtig Beef geben mit den Romanov-Piraten. So, gut, okay. Dann gucken wir uns das mal kurz an. So, Questkarte, nee, Questkarte. Ah, nee, das wollte ich ja gar nicht so. Das wollte ich so. Ist die Karte hier drinne? Okay. Okay, dann müssen wir das doch über die Questkarte machen. Questkarte. Ja, ist. Ich dachte, ich habe eine Karte gekriegt. Was ist denn los hier? Wo ist denn die? Wo soll die. Hä? Wo soll denn die Karte. Bin ich jetzt Ach, warte mal. Sonstiges. Oh, die muss doch hier sein, kleine. Wo ist denn die Karte? Will ich mich verarschen? Ey! Entweder bin ich gerade bescheuert oder. Hä? Achso, hier. Gut, ich war doch bescheuert. Alles klärchen. Dann werden wir uns mal das erste Grab hier gleich bedienen und das ist hier oben. So, sehr schön. Ja. So. Gut, das war mein. Ich wusste erst nicht, dass das plötzlich in 2 Quests hier unterteilt ist. Das konnte ich ja nicht an so. Da muss ich nach hier unten, wa? Springen wir da runter? Nee. So, dann machen wir das so. Dann gehen wir jetzt hier unten lang. Es wird langsam dunkel, meine Güte. Will ich das Licht anmachen? So, dann haben wir doch unsere Quest. Das ist doch alles, was wir haben wollten. Namenlose Gräber, die werden wir uns jetzt einverleiben. Und gehen ganz am Anfang unserer Karriere, wo wir hier fast nackt und in Lumpen das Abenteuer begonnen haben. Wer hockt denn hier? Verdammt, jetzt hast du mich doch erwischt. Ach, kick mal der Dicke! Du bist Vasili, einer von Romanovs Männern. Ja, verdammt. Du hast mich nicht gesehen, ja? Wieso? Romanov wird mir den Kopf abreißen, wenn er erfährt, dass du mich gesehen hast. Ich sollte mich unauffällig verhalten. Du solltest gar nicht merken, dass ich hier bin. Das war nicht ein bisschen unauffällig. Ich habe ihn ja sofort entdeckt. Was machst du hier draußen? Ich soll dich beobachten. Mein Boss will, dass alles glatt geht. Was soll das heißen? Er will, dass du den Kram für Patty erledigst, ohne dich dabei umzubringen.
Was versprecht ihr euch davon, mich zu verfolgen? Du bist auf der Suche nach dem großen Schatz. Woher willst du das wissen? Jeder, der von Stahlbarts Schatz je gehört hat, weiß, dass Patty auf der Suche nach ihm ist. Und du bist oft genug mit Patty zusammen gesehen worden. Die Alte bleibt beim alten Friedhof am Westhang und du ziehst mit einer Schaufel über die Insel. Na, nur ein Idiot würde nicht sehen, was ihr beiden vorhabt. Ne, geh weg, Alter. Hier sieht's ja keiner, wa? Junge, Alter. Pack! Du suchst Ärger? Ja! 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 Ich weiß nicht, aber das kann mir helfen. Kann ich ihn erledigen? Wie setze ich eigentlich Gnadenstoß in dem Spiel? So. Schon mal ein Romanov-Pirat weniger. Ich weiß nicht, ob das jetzt brutal war oder ein Fehler war. Ich habe jetzt zum ersten Mal eins zur Strecke gebracht. Aber das war mir jetzt egal. Wurscht, piep egal. Ja! Ja! Komm. So. Damit würde ich auch sagen, mit diesem großen Highlight und dem toten Mann beenden wir diese Folge für heute. Gott, wie viele Viecher sind denn hier im Weg? Ich hoffe, wie immer, die Folge hat euch gefallen und ja. Wir werden uns dann endgültig nächste Folge an diesen namenlosen Gräbern zu schaffen machen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt Stress in der Hafenstadt oder sowas kriege. Ja. Ich hoffe nicht. Wir werden es sehen, Leute. So. Und ja, wie gesagt, dann sage ich Tschüss, die Leute. Ja. Und mit diesem Gemetzel sehen wir uns beim nächsten Mal, wa? Ciao.